Hallo zusammen, herzlich willkommen im Yoga Flows Studio Freising. Mein Name ist Josephine und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder dabei seid und eine weitere Online-Yoga-Klasse mit mir übt. Ich habe mich heute dafür entschieden, eine Stunde zum Thema Hüftöffner zu machen. Und zwar gerade jetzt mit der vielleicht doch etwas weniger Bewegung als sonst und dem vielen Sitzen sind gerade im Beckenraum, im Hüftraum oft Verspannungen, Verkürzungen zu spüren. Und denen wollen wir heute entgegenwirken mit ein paar ordentlichen, intensiven Hüftöffnern. Hüftöffner sind sehr individuell. Für den einen sind die sehr intensiv, für den anderen, der merkt vielleicht gar nicht so richtig viel. Also schau bitte gerade heute bei den Übungen, dass es für dich wirklich sich richtig und angenehm anfühlt und geh gerne nur so weit, wie das für dich gut ist. Wir beginnen in einem gekreuzten Sitz. Setz dich gerne wie immer ein bisschen höher, damit du gut loslassen kannst, auch gerade in den Hüften, damit deine Knie gut zum Boden sinken können. Und dann schließ in deiner Zeit deine äußeren Augen. Und nimm dir 3 tiefe Atemzüge, um in deiner Yoga-Praxis anzukommen. Und mit diesem nach innen tauchen hast du jetzt die Möglichkeit, mal zu schauen, wie geht's mir eigentlich heute, wie geht's meinem Geist, meinen Gefühlen und meinem Körper. Und mit jedem Ausatmen lass dich etwas mehr ankommen in deiner Praxis, lass dich mehr auf den Boden nieder, gib alle Anspannungen ab. Und mit jedem Einatmen lass dich vom Becken her aufrichten. Schaff mehr Raum, mehr Länge, mehr Weite zwischen deinen Wirbelkörpern. Und komm mit deiner Aufmerksamkeit mal zu deinem Atem. Und du musst noch nichts verändern, sondern nimm deinen Atem erstmal so wahr, wie er jetzt fließt, dein ganz natürlicher Atem. Und schau mal, wann dein Einatmen kommt, wann dein Ausatmen kommt. Und vielleicht kannst du auch nach dem Einatmen eine kleine Pause in der Atemfülle wahrnehmen. Nach dem Ausatmen eine Pause in der Atemleere. Und mit der Zeit lass diese Atemzüge etwas länger werden. Verlängere deinen Einatmen. Verlängere deinen Ausatmen. Wenn du Ujjayi kennst, dann nimm den Ujjayi-Atem dazu, lass diesen leichten Reibelaut in der Kehle entstehen, indem du deine Stimmritzen leicht verschließt und dadurch dieses Rauschen zustande kommt. Ujjayi führt dazu, dass dein Atem gelassener wird, ruhiger wird. Und diesen gelassenen, ruhigen, loslassenden Atem nehmen wir heute mit in die Yoga-Sequenz hinein, in diese Hüftöffner. Denn diese Hüftöffner brauchen oft Ruhe und Gelassenheit, um loslassen zu können. Also nimm diesen Atem, den du jetzt etabliert hast, mit hinein in deine Sequenz. Wenn du jetzt leicht blinzelnd deine Augen öffnest, und wir beginnen unsere Sequenz heute in Sukhasana. Und dazu leg erstmal den linken Fuß vor dem rechten und schieb die Füße etwas weiter von deinem Becken weg, sodass die Füße ungefähr unter deinen Knien zum Boden kommen. Wenn du jetzt von oben schaust, entsteht da so ein kleines Dreieck. Das heißt, deine Fersen sind jetzt nicht unbedingt am Schambein, sondern wirklich eher nach außen in Richtung der weiten Mattenränder.
Und wir werden jetzt hier in eine Vorwärtsbeuge kommen. Und dazu bringe in deinem nächsten Einatmen zunächst erstmal deine Arme über die Seite nach oben, verlängere dich nochmal. Streck deinen Rücken, mach dich lang im Oberkörper und dann im Ausatmen. Bring deine Arme nach vorne in Richtung Boden. Vielleicht magst du dir auch gerne Blöcke zur Hilfe nehmen. Und schau mal, wie weit du jetzt mit gestrecktem Rücken nach vorne kommen kannst. Und auch hier verlängere deine Sitzbeinknochen nach hinten unten in den Boden. Die Sitzbeinknöchel heben sich nicht ab, sondern dein Becken bleibt auf beiden Seiten gleichermaßen verwurzelt. Und dann lass los. Gib dir Zeit, im Oberkörper nach unten zu sinken. Der Oberkörper darf jetzt auch gerne etwas rund werden. Aber verliere nicht die Länge im unteren Rücken. Und dann gönn dir hier ein paar tiefe Ujjayi-Atemzüge. Und mit jedem Atemzug diese Gelassenheit in dieser Dehnung, die du jetzt vielleicht verspürst, in deinen Oberschenkelrückseiten, im hinteren Beckenbereich. Und atme an die Stellen, wo du jetzt diese Dehnung verspürst. Lass dich mit jedem Ausatmen ein Stückchen mehr verwurzeln. Lass deinen unteren Rücken, dein Steißbein in Richtung Boden sinken. Und mit jedem Einatmen kannst du im Oberkörper Länge schaffen. Und vielleicht so Stück für Stück noch ein bisschen mehr in diese Bewegung hineinkommen. Bleib noch für einen tiefen Atemzug hier. Im nächsten Ausatmen roll dich Wirbel für Wirbel nach oben auf. Die Schultern über den Hüften sind. Bring im Einatmen die Arme nach oben und im Ausatmen vor dein Herz. Wir wechseln zur anderen Seite dazu. Tausch einfach einmal die Beine. Bring jetzt dein rechtes Bein vor dein linkes Bein. Schieb die Fußaußenkanten wieder nach außen in Richtung der breiten Mattenränder. Die Fersen sind unter den Knien. Das kleine Dreieck entsteht. Und in deinem nächsten Einatmen bring die Arme wieder über die Seite nach oben. Schaff die Länge im Oberkörper. Verwurzel gleichermaßen deine Sitzbeinhöcker nach unten. Und dann in deinem nächsten Ausatmen komm erstmal mit geradem Rücken nach unten, nach vorne in deine Vorwärtsbeuge. Schau mal, wo deine Hände oder Unterarme ihren Platz finden am Boden. Und dann darfst du den Oberkörper rund werden lassen. Und schieb die Sitzbeinhöcker jetzt aber trotzdem aktiv nach unten in Richtung Boden. Und finde so ein Wechselspiel. Lass wieder dich verwurzeln mit jedem Ausatmen. Streck deinen unteren Rücken, schieb deine Sitzbeinknöchel aktiv in Richtung Boden. Und hol dir im Einatmen die Länge in den Oberkörper, um dann auch im Ausatmen diesen Oberkörper noch etwas mehr nach unten in Richtung Boden sinken zu lassen. Nimm die Dehnung wahr im Hüftbereich, im Bereich der Oberschenkelmuskulatur. Schau mal, wo sich dein Körper jetzt meldet. Diese Hüftbeuger oder Hüftöffner können sehr unterschiedlich sich anfühlen auf den beiden Seiten. Sei mal mit deiner ganz besonders liebevollen Aufmerksamkeit an den Stellen, wo du jetzt Dehnung wahrnimmst, wo du merkst, dass dein Körper arbeitet. Bleib noch ein Atemzug hier. In deinem nächsten Ausatmen komm wieder Wirbel für Wirbel von unten her nach oben in die Aufrichtung. Falls du Hilfsmittel benutzt hast, leg sie gern zur Seite. Und dann komm von hier in eine weite Grätsche. Vielleicht willst du dich trotzdem noch etwas erhöht sitzen, gerade für die sitzenden Vorwärtsbeugen ist es manchmal angenehmer, noch etwas erhöht zu sitzen. Und dann komm in so eine weite Grätsche, wie es jetzt heute für dich angenehm ist. Zieh deine Zehenspitzen zu dir ran, flex den Fuß, schieb die Fersen ganz kraftvoll von dir weg.
Und dann stell dir vor, dass du hier in der Mitte zwischen deinen Beinen einen großen Mühlstein zu liegen hast, den du gerne drehen möchtest dazu. Nimmst du dir deinen Griff, indem du mit einem Daumen den anderen Daumen greifst. Und das ist jetzt sozusagen dein Antrieb. Und dann komm in eine Kreisbewegung. Beginn in eine Richtung, ganz egal in welche Richtung. Und schau mal, wie groß dieser Mühlstein heute Morgen werden kann. Und schau mal, ob da vielleicht auch so ein paar Stellen sind, die jetzt noch nicht so ganz rund laufen, die vielleicht noch so ein bisschen holpern. Und dann bleib bei diesen Stellen und schau mal, ob die mit jeder Rundung vielleicht etwas gleichmäßiger werden. Und dann komm mit deiner Aufmerksamkeit mal in deinen Beckenbereich, in deine Leisten und schau mal, wie diese Bewegung jetzt, diese Kreisbewegung aus dieser Leistengegend kommt. Und wenn du das nächste Mal mit deinen Händen vor deinem Bauch bist, dann ändere die Richtung. Schau mal, ob hier vielleicht andere Stellen holpern. Und wie diese Bewegung heute Morgen auf der Seite funktioniert. Eine letzte Runde. Und wenn deine Hände das nächste Mal vor deinem Bauch sind, dann richte den Oberkörper auf. Bring deine Arme über die Seite in die Horizontale. Ziehe die Arme nochmal ganz weit auseinander, so als ob da links und rechts ein lieber Mensch ist, der dich so ein bisschen auseinanderzieht. Und dann kommen wir jetzt in eine Seitbewegung, in einen Twist sozusagen, indem du dich auf über dein linkes Bein beugst. Deine rechte Hand kommt in Richtung linkes Bein, so weit wie es heute Morgen geht. Und dann im Einatmen komm wieder in die Aufrichtung, Arme in die Horizontale. Im Ausatmen auf die andere Seite, linkes Bein, linker Arm kommt zum rechten Bein. Und im Einatmen komm wieder in die Aufrichtung, in deinem Atemrhythmus. Im Ausatmen komm in diesen Twist, in die Seitbeuge. Im Einatmen in die Aufrichtung. Und in deinem Rhythmus noch ein paar Mal zu jeder Seite. Und wenn deine linke Hand das nächste Mal bei deinem rechten Bein war, dann komm wieder in die Aufrichtung und löst dann auf. Genau, sehr gut. Bring deine Beine ganz normal zusammen und wir kommen in den Vierfüßlerstand. Komm auf deine Weise, ich drehe mich, damit ihr mich gleich besser seht. In den Vierfüßlerstand, in die Katze und dann lass hier ein paar Katze-Kuh-Bewegungen entstehen, indem du im Ausatmen vom Becken her in deinen Katzenbuckel kommst und im Einatmen das Becken in die Gegenbewegung bringst und in deinen Kuhrücken kommst. Ein paar Mal mehr. Und jetzt stell dir mal vor, dass du diese Bewegung durch diese Beckenbewegung initiierst, dass du, wenn du in die Katze nach vorne kommst, deine Leisten beugen, die so nach vorne öffnen willst, nach vorne schieben willst. Und dass du, wenn du in den Katzenbuckel kommst, diese Leisten beugen, eher nach hinten schieben willst. Und so hol dir diese Kraft, diese Bewegung heute mal aus der Leiste. Und wenn du das nächste Mal im runden Rücken warst, dann stopp die Bewegung in deiner neutralen Haltung im Vierfüßlerstand. Nimm dir jetzt gleich gerne, wir werden gleich in den Deep Lunge nach vorne gehen, das Knie ablegen, gerne einen Polster oder eine Decke bereit, um dein Knie zu unterpolstern, wenn du empfindliche Knie hast. Und dann stell deine Zehenspitzen auf und schieb dich in deinem nächsten Ausatmen in deinen ersten nach unten schauenden Hund. Bring hier mal die Fersen abwechselnd zum Boden, beug die Knie und so ein Katzenpfötchengang. Regel dich mal, lass den Körper alles tun, was ihm jetzt gut tut, um in die bewegte Praxis zu kommen. Ja, dann komm für einen Moment in deinen starren Hund. Verwurzel nochmal die Handwurzeln, Fingerwurzeln fest in den Boden. Und
In deinem nächsten Einatmen heb dein rechtes Bein in deinen dreibeinigen Hund nach oben. Becken, Knochen sind ausgelevelt zum Boden. In deinem Ausatmen zieh das Knie eng zum Bauch, Oberschenkel eng zum Bauch und dann noch einen großen Schritt nach vorne zwischen deine Hände. Du kannst gerne nochmal nachsteigen, wenn du nicht ganz vorne landest. Und dann nimm dir etwas gerne zum Unterpolstern deines hinteren linken Knies und setz das hintere linke Knie am Boden ab für deinen tiefen Lunge. Schieb hier aktiv die vordere Ferse und das hintere Knie zueinander und hol dir so die Kraft nach oben. Lass deinen hinteren Fuß jetzt ausgleiten und dann heb deinen Oberkörper an. Leg gerne deine Hände auf deinen Knien ab. Schieb dich nochmal fest vom Boden weg, erde die Ferse und hol dir die Kraft nach oben, sodass du hier nicht einsinkst in der vorderen rechten Leiste, sondern stark bleibst, aber die linke Leiste gut in Richtung Boden sinken lassen kannst. Bleib stark im rechten vorderen Bein. Und dann gönn dir hier ein paar tiefe Ujjayi-Atemzüge. Du kannst gerne die Augen schließen und in diese Haltung der Gelassenheit kommen. Mit jedem Einatmen richte dich nochmal mehr auf im Oberkörper, roll dein Steißbein etwas nach vorne, um den unteren Rücken zu verlängern. Und im Ausatmen lass Leiste, Hüfte und Schultern sinken. Öffne diese linke Seite. Zwei, drei Atemzüge mehr. In deinem nächsten Einatmen bring mal die Arme über die Seite nach oben für einen Atemzug. Im Ausatmen hol die Arme vor die Brust und bring deine Hände beide vor diesen vorderen Fuß. Stell jetzt die hinteren Füße nochmal auf und jetzt schieb dein Gesäß nach hinten über dieses linke Knie. Dein vorderes rechtes Bein streckt sich in eine Dehnung. Zieh deine Zehen von deinem vorderen rechten Bein ran und denk dir trotzdem, dass du die Ferse vom rechten Fuß wegschiebst von dir nach vorne in Richtung Mattenrand. Spür die Dehnung in der Beinrückseite. Jetzt level deine Beckenknochen aus, das heißt, zieh dein rechtes Becken noch ein Stück weiter nach hinten, das linke etwas weiter nach vorne. Und dann gönn dir ein paar tiefe Atemzüge in dieser Vorwärtsbeuge. Versuch mit jedem Einatmen deinen Rücken etwas mehr zu strecken. Du kannst gerne, wie ich, die Finger auch am Boden aufstellen, auf so Spinnenbeinchen, um dir ein bisschen mehr Raum in den Armen zu fassen. Und wenn du das Gefühl hast, dass die Arme immer noch zu kurz sind, dann kannst du auch gerne Blöcke unterlegen in dieser Haltung. Spür die Dehnung, vielleicht merkst du auch ein leichtes Zittern in deiner Beinmuskulatur. Und so ein energetisches Zittern. Und bleib im Einatmen hier und im Ausatmen beug das vordere Bein. Komm noch einmal in diesen Deep Lunge. Und jetzt erde deine linke Hand unter der linken Schulter, gerne auch auf einen Block. Lass deine linke Leiste nochmal sinken. Und dann löse deinen rechten Arm und zirkel über vorne nach oben, ein paar Mal nach hinten. Und lasse große Kreise entstehen. Und deine untere Basis bleibt ganz stabil. Deine Beine bleiben kraftvoll, sodass dein Oberkörper sich jetzt locker und luftig leicht bewegen kann. Wenn dein Arm das nächste Mal oben in Verlängerung der Schulter ist, dann bleib ein paar tiefe Atemzüge hier. Und jetzt versuch deinen Oberkörper zu öffnen. Versuch die beiden Schultern in Richtung in eine Linie zu bringen. Und versuch den Herzraum noch ein bisschen mehr aufzudrehen in Richtung Decke, sodass deine Brustwirbelsäule sich jetzt engagieren kann.
deinem nächsten Ausatmen zücke den Arm über hinten nach vorne, setz ihn neben deinem Bein ab. Und dann heb das hintere Knie und streck mit dem rechten Bein nach hinten in deinen nach unten schauenden Mund. Lass hier ein paar regelnde Bewegungen entstehen und spür dabei mal hinein in diesen Unterschied zwischen links und rechts der Leiste vielleicht. Fühlen die sich jetzt ganz unterschiedlich an. Und dann fließen wir zur Entspannung einmal durch dein Vinyasa, das heißt, in deinem nächsten Einatmen komm in einer Rollenbewegung über deine Schultern nach vorne ins starke Brett. Im Ausatmen Chaturanga, komm in die Bauchlage. Einatmen Cobra oder nach oben schauender Hund. Und Ausatmen nach unten schauender Hund. Wir wiederholen die Sequenz zur anderen Seite. In deinem nächsten Einatmen heb dein linkes Bein gestreckt nach oben in deinen dreibeinigen Hund. Und im Ausatmen großer Schritt nach vorne zwischen die Hände. Und dann polster dir gerne dein rechtes hinteres Knie. Und dann senk das rechte Knie ab. Wander nochmal mit dem Fuß ein bisschen weiter nach hinten, um Raum in deiner rechten Leiste zu schaffen. Und jetzt achte darauf, dass du hier wieder mit deinem Knie über deinem Fußgelenk bist und dass kein spitzer Winkel entsteht in deinem vorderen Knie. Aktiviere die Ferse vom vorderen Knie und das hintere Knie fest zueinander. Hol dir die Kraft nach oben, sodass du dann deinen Oberkörper lösen kannst und deine Hände auf deinen Knien ablegen kannst. Du kannst jetzt auf dieser Seite mal probieren, ob für dich auch die Variante möglich ist oder angenehm ist, die Hände hinter dem Rücken zu greifen und die gegenübersetzlichen Ellbogen zu greifen mit deinen Händen. Vielleicht ist das eine angenehmere Variante für deinen Rücken. Lass den hinteren Fuß ausgleiten, stabilisiere dich nochmal gut im vorderen Knie und dann gönn dir 3-4 Atemzüge in diesem Hüftöffner auf der rechten Seite. Schaff mit jedem Einatmen Länge, Aufrichtung im Oberkörper, roll nochmal dein Steißbein ein, um deinen unteren Rücken zu stabilisieren. Und mit jedem Ausatmen kannst du vielleicht ein Stückchen mehr in diese Dehnung hineinsinken. Und schau mal, wo da jetzt Dehnung weiter entsteht und schick deinen Atem ganz bewusst an diese Stellen. Lass den Einatmen vielleicht noch etwas mehr Weite bringen. In deinem nächsten Einatmen heb die Arme über die Seite nach oben, Blick zur Decke. Im Ausatmen bring die Hände vors Herz und dann nach vorne, neben deinen vorderen Fuß. Nimm dir gern wieder deine Blöcke zur Unterstützung. Und dann streck das vordere linke Bein und schieb dein Gesäß senkrecht nach hinten über dein linkes Bein, über dein rechtes Bein. Bring deine Hände gut unter deine Schultern. Und jetzt zieh die Ferse zu dir ran und schieb die Zehen zu dir ran und schieb die Ferse von dir weg in die Richtung des vorderen Mattenrandes. Level deine Hüften nochmal aus. Das heißt, zieh die linke Hüfte ein Stück nach hinten, die rechte etwas nach vorne. Und dann schaff dir Raum in den Leisten. Komm mit geradem Rücken über dein vorderes Bein. Hol dir mit dem Einatmen Länge in den Oberkörper. Und mit dem Ausatmen kannst du vielleicht noch ein Stückchen mehr über dieses vordere Bein nach unten sinken. Spür die Dehnung in der Beinrückseite. Bleib im Einatmen noch hier und im Ausatmen beug das vordere linke Bein. Öffne wieder die hintere rechte Leiste und dann erde deine rechte Hand gerne auf einem Block oder auf dem Boden unter der Schulter. Und dann komm in eine Kreisbewegung mit dem linken Arm.
Über vorne nach oben und dann nach hinten. Ein paar Mal mehr. Und bleib dabei stabil in deiner Hüfte, in deiner Leiste. Die beiden Hüften bleiben ausgelevelt in Richtung Boden. Und wenn dein Arm das nächste Mal oben ist, in Verlängerung deiner Schulter, dann zieh den Arm nochmal gerade nach oben. Halte hier ein paar Atemzüge, die Handfläche zeigt weg von dir. Und du öffnest deine Schultern nochmal mehr in Richtung übereinander. Der Brustkorb will nach oben in Richtung Decke strahlen. Lass die Brustwirbelsäule sich öffnen. Bleib im Einatmen hier und im Ausatmen. Bring den Arm über hinten nach vorne. Neben deinen vorderen Fuß stell den hinten in den hinteren Fuß auf. Und dann schieb dich wieder nach hinten mit deinem linken Bein in deinen nach unten schauenden Hund. Bring hier einmal die Knie zum Boden und setz dich nach hinten ab in deine Kindhaltung, aktive Kindhaltung. Stell die Zehen auf Fingerspitzen auf, heb die Handgelenke vom Boden. Die Unterarme aktiviere so ein bisschen mehr in Richtung Decke und dann lass die Schultern, die Achselhöhlen weit werden und den Brustraum in Richtung Boden schmelzen, währenddessen dein Gesäß weit nach hinten schiebt in Richtung Fersen. Lass so Länge und Weite auf deiner gesamten Vorderseite, Rückseite, Körperrückseite entstehen. Mit deinem nächsten Einatmen. Bring die Hände wieder zum Boden und komm nach oben in deinen Vierfüßlerstand. Stell die Zehen auf im Ausatmen, schieb dich in deinen nach unten schauenden Hund. Im Einatmen heb dein rechtes Bein in deinen dreibeinigen Hund und wir kommen für einen Schwan auf der rechten Seite. Mit dem Knie eng zum Bauch nach vorne in deine Plank Pose. Das Knie kommt in Richtung rechter. Rechtem Ellenbogen und dann drehe dein Bein, Oberschenkel auf, sodass dein Knie in Richtung rechter Mattenkante kommt und der Fuß in Richtung linker Mattenkante. Und dann leg das Bein ab am Boden, sodass dein rechtes Knie jetzt hinter deiner rechten Hand ist am Boden. Jetzt wandere mit deinem linken Bein gerne noch ein Stück weiter nach hinten, sodass du Raum in deiner linken Leiste schaffst. Und dann unterpolster dir gerne deinen rechten Oberschenkel. Wenn du merkst, dass du so nach rechts fällst, dann leg dir gerne eine Unterlage unter deinen rechten Oberschenkel für deinen Schwan. Lass jetzt den hinteren Fuß ausgleiten. Heb den Brustraum nochmal mehr. Und auch hier roll das Steißbein nach vorne oben, um deinen unteren Rücken nach hinten unten zu verlängern. Schieb dein Steißbein und dein Sitzbeinknöchelchen nach unten in Richtung Boden. Und dann kommen wir in Swan Rolls. Dazu kommst du im Einatmen mit langem Rücken, angehobenem Kopf nach vorne, unten. Und dann, wenn du unten angekommen bist, rollst du den Kopf ein, Kinn in Richtung Brustkorb und rollst dich im Ausatmen rund, Wirbel für Wirbel wieder nach oben. Im Einatmen langer Rücken nach unten und im Ausatmen runder Rücken, Kinn in Richtung Brust nach oben. Zweimal mehr. Und sei auch hier ganz achtsam, nimm deine Wirbelsäule als mittige Achse wahr und schau in diese linke geöffnete Leiste hinein, aber auch in die Oberschenkelrückseite vom rechten Bein, in den Piriformis, der jetzt auch ganz intensiv gedehnt wird in dieser Haltung. Und wenn du das nächste Mal vorne bist, dann leg deinen Kopf am Boden ab. Du kannst gerne dir einen Block unter die Stirn legen oder die Hände als Kissen. Oder wenn du magst, auch gerne die Hände ausgleiten lassen nach vorne und die Stirn am Boden ablegen. Gönn dir ein paar tiefe Atemzüge in dieser Haltung des Schwans.
intensive Hüftöffnung. Vielleicht merkst du hier, dass da auch manchmal so was wie Unmut, Widerwillen aufkommt. Das passiert ab und zu in den Hüftöffnern. Dann bleib einfach dabei und schenk deinem Körper an den Stellen dann liebevolle Aufmerksamkeit und dann vergeht dieser Unwillen auch mit der Zeit. Vielleicht kannst du ihn auch wegatmen, indem du den Atem einfach an diese Stellen schickst und diese Anspannung loslässt mit jedem Ausatmen. Bleib im Einatmen hier und im Ausatmen bring die Hände unter die Schultern und dann roll dich rund, Wirbel für Wirbel, wieder nach oben auf in deinen Schwan. Leg deine Unterlage zur Seite, mit der du dich unterpolstert hast. Bring deine Hände zum Boden, stell deinen hinteren Fuß wieder am Boden auf und dann schieb dich nochmal nach hinten in deinen nach unten schauenden Hund. Ein paar freie Bewegungen und dann wiederholen wir zur anderen Seite. In deinem nächsten Einatmen heb dein linkes Bein in den dreibeinigen Hund nach oben und im Ausatmen zieh dein Bein unterm Körper nach vorne, schieb deine Schultern über deine Handgelenke. Dreh das Bein im Hüftknochen auf, das heißt, das Knie kommt in Richtung linken Mattenrand, der Fuß in Richtung rechte Mattenrand. Und dann leg dieses Knie hinter deiner linken Hand am Boden ab. Wander mit deinem rechten Fuß noch so ein bisschen nach hinten, um mehr Raum in der Leiste zu schaffen. Und dann lass den hinteren rechten Fuß ausgleiten. Unterpolster dir gerne diese linke Seite mit einer Decke, einem Polster, wenn du merkst, dass du kippst. Leg dir gerne was unter. Und dann kommen wir in die Swan Rolls. In deinem Einatmen komm mit geradem Rücken nach vorne, angehobener Kopf. Und dann unten roll den Kopf ein. Roll dich von unten her im Ausatmen wieder Wirbel für Wirbel auf. Im Einatmen nach vorne. Und im Ausatmen roll dich auf. Zweimal mehr. Wenn du das nächste Mal mit geradem Rücken nach unten abgerollt bist, dann finde deine Variante für die halbe Taube. Leg deine Stirn auf einen Block, auf den Händen oder am Boden ab und finde eine Position für deine Arme. Und dann gönn dir ein paar tiefe Atemzüge in dieser halben Taube. Lass hier nochmal diesen Ujjayi-Atem entstehen, das sanfte Reibe, Rauschen. Und lass mit diesem Ujjayi-Atem, diesem verlangsamten, gelassenen Atem, auch Gelassenheit in deinen Körper, in diese Haltung bringen und vielleicht auch die Gelassenheit loszulassen. Lass alle Anspannung los im Bauch, Beckenraum, in den Leisten, in deinen Oberschenkeln. Bleib im Einatmen hier, im Ausatmen, bring deine Hände unter die Schultern und roll dich Wirbel für Wirbel. Wieder auf nach oben, stell im Einatmen deine hinteren Fuß mit den Zehen auf und im Ausatmen schieb dich nach unten in den nach unten schauenden Hund. Und von hier senk deine Knie am Boden ab und setz dich nach hinten in deinen Fersensitz. Wir kommen in Richtung der Entspannung nach hinten in deine Rückenlage, dazu setz dich einfach am Boden ab. Komm nach vorne an den vorderen Mattenrand. Umfass ein Bein
mit am Unterschenkel mit deinen Händen, das andere ist ausgeglitten. Und dann lass dich Wirbel für Wirbel nach hinten in deine Rückenlage bringen. In der Rückenlage angekommen, komm in Apanasana, deine kleine Päckchenhaltung, und fass diese Unterschenkel. Und wippen, schaukeln, kreisen. Und dann wir als Abschlusshaltung in Happy Baby. Dazu kannst du deine Oberschenkel gleich mal ganz fest hier am Bauch lassen. Dann kannst du die Beine mal mit den Händen von der Beinrückseite greifen und noch so ein bisschen mehr in Richtung Bauch ziehen. Vielleicht kannst du sie so ein bisschen weiter nach außen ziehen, sodass du eine Öffnung in den Beininnenseiten spürst. Und die Knie so ein bisschen weiter am Körper vorbei in Richtung Achselhöhe ziehen. Und dann streck mal deine Unterschenkel senkrecht nach oben, sodass deine Fersen jetzt über deinen Knien sind senkrecht. Die Fußsohlen zeigen nach oben in Richtung Decke. Und dann heb deine Hände und greif von der Außenseite deine Fußaußenkanten. Die Oberarme sind jetzt innen an den Knien. Und jetzt zieh mal mit den Händen diese Füße nach unten in Richtung Boden und gleichzeitig schieb die Füße nach oben in Richtung Decke. Und lass da so ein Kraft-Gegen-Kraft-Spiel entstehen. Und vielleicht merkst du da so einen Widerstand, der in deiner Leiste jetzt entsteht. Und gönn dir auch hier ein paar tiefe Atemzüge. Vielleicht magst du auch nicht ganz an die Fußaußenkanten greifen, dann kannst du auch hier an den Waden greifen und die Beine nach unten ziehen. In dem Fall flex aber die Füße, um diese Kraft auch in den Beinen aufrecht zu erhalten. Halt nochmal einen tiefen Atemzug hier. Und dann löst die Übung auf, komm nochmal in Apanasana, schaukeln, ein Wippen. Dann schau mal, ob der Körper jetzt noch irgendwas braucht, bevor du in deinen Shavasana kommst. Und ich empfehle dir heute, das Shavasana in Supta Baddha Konasana, dem liegenden Schmetterling. Und dazu bring deine Füße mit den Fußsohlen aneinander, die Fersen eng am Gesäß und lass deine Knie gerne nach außen fallen. Wenn du willst, kannst du dir gerne Blöcke oder ein Kissen, eine Decke unter diese Oberschenkel legen, damit du da wirklich ganz loslassen kannst. Und dann kommen wir hier nämlich noch in einen Hüftöffner, in der Abschlussentspannung. Und ich führe dich jetzt in diese Abschlussentspannung noch hinein und verabschiede mich dann und empfehle dir aber noch ein paar Minuten in Shavasana liegen zu bleiben, solange wie es für dich heute jetzt möglich ist. In Supta Baddha Konasana, dem liegenden Schmetterling, verwurzel nochmal alles gut, deine Schultergelenke, dein Hüftgelenk. Und dann nimm die drei tiefe Atemzüge, um alle Anspannungen jetzt loszulassen, die Knie sinken lassen, diese Leisten nochmal zu öffnen. Und dann gib deinem Körper Zeit, diese Wohltaten, dieser hüftöffnenden Yoga-Praxis zu integrieren. Vielleicht hat sich im Leistenbereich einiges wieder gelockert, entspannt, zurechtgerückt. Und dann genieße diese Weite, die du jetzt geschaffen hast für dich. Ich verabschiede mich von dir. Namaste, es war mir eine Freude, mit dir zu üben.